Werder kann wieder gewinnen. Hätten nicht viele geglaubt. Ich glaube, haben nicht viele drauf gesetzt. Würde mich mal interessieren, müsst ihr mal anrufen bei den ganzen Wettanbietern, wer denn da so noch auf Werder gesetzt hat. Viele werden das nicht gewesen sein, weil alles schon, so hat es Florian Kohfeldt auch hinterher, naja, nicht voller Genugtuung gesagt, weil Genugtuung hat er ja nicht. Das erkläre ich gleich noch. Aber er hat gesagt, am Montag nach dem Spiel gegen Leverkusen haben uns doch eigentlich alles schon abgeschrieben, für tot erklärt. Und tot ist diese Mannschaft nicht. Das muss man mal ganz klar sagen, es war ein 1-0-Sieg, ein Kampfsieg, ein Sieg des Willens hier beim SC Freiburg. Ja, schade, dass die Fans wirklich nicht dabei waren. Das war nämlich eine richtige Abwehr-Megaschlacht, die wir hier erlebt haben. Bei kalten Temperaturen. Ich dachte, im Breisgau wäre es warm, ist es aber gar nicht. Zumindest nicht heute. Werder-Wetter war das nämlich mit schönem Regen dabei. Und Werder angestachelt, wie ich glaube, wie ich mir ganz sicher bin, von dieser Pressekonferenz von Florian Kohfeldt, wo er ganz klar im Prinzip gesagt hat, das ist jetzt die letzte Patrone, die wir haben. Oder die vielleicht sogar er hat so. Ich habe das nicht gesagt, aber wir haben das alle so verstanden. Und die Mannschaft musste das auch so verstehen, dass sie, wenn sie jetzt nicht für den Trainer alles gibt und sich zerreißt, dass es dann für diesen Trainer vorbei sein könnte, vorbei sein wird. Und dann haben sie sich zerrissen, meine Herren. Und das gegen wirklich Freiburger, die von der ersten Sekunde an draufgegangen sind, so wie es die Leverkusener gemacht haben. Und da dachte man schon, oh, geht das gut, werden die nicht wieder überrannt? Und siehe dann, da ist ein Marco Friedl. Ja, der ist ja von den Leverkusern überrannt worden am Montag. Oh Gott, will man gar nicht dran denken. Und ausgerechnet der hat sich dagegen gestemmt und dann hat er vor dem 1-0, was am Ende Leonardo Bittencourt ganz toll macht, nach feinem Pass von Davy Klaassen. Aber diese Vorarbeit, wie sich da dieser Marco Friedl den Ball erkämpft hat und dann nicht aufgegeben hat, guckt euch das unbedingt nochmal an. Das ist so alt für mich, so eine Szene, die könnte vielleicht am Ende dieser Saison, wenn wir dann natürlich den Klassenerhalt feiern wird, glaube ich, hoffe ich, wünsche ich mir, ja, dann könnten wir diese Szene nochmal rausholen. Da hat er, glaube ich, 2-3 Mal damit einen Gegenspieler von Freiburg hat gekämpft und hat er den Ball irgendwie gekriegt, hat sich auch noch wehgetan und Davy hat das dann klar gemacht, einen feinen Pass nach vorne, Bittencourt macht es 1-0. Ja, und dann kam Bruch im Spiel. Warum? Wer hat wirklich gut gespielt, hat das sogar im Griff auf einmal. Man dachte, was ist denn jetzt los? Hier hat Freiburg echt im Griff, nur Kevin Vogt muss dann raus. Verletzung, hat einen Schlag auf die Hüfte bekommen, schon nach 10 Minuten von Juri Pavlenka. Naja, und dann musste der raus, der war überragend als Sechser, der hat das alles organisiert. Ja, und dann kam Philipp Bargfrede, naja, und der Philipp, der hat halt körperlich immer so seine Probleme, der hat das nicht schlecht gemacht, aber dann wurden die Freiburger wurden besser und dann wurde es auch echt eng und dann fiel auch irgendwann sogar der Ausgleich und das auch noch kurz vor Schluss. Und dann dachten alle schon, oh nein, das kann doch nicht wahr sein. Aber dann kam der Videobeweis. Alle in Bremen lieben jetzt den Videobeweis, weil nämlich das Tor zurückgenommen wurde. War klar abseits, Nils Petersen. Ja, unser Kolumnist, ne, der kann nicht nur gut schreiben, der kann auch mal gut im Abseits stehen. Das war auf jeden Fall gut für Werder, Tor zurückgenommen. Und dann gab es noch 6 Minuten Nachspielzeit. Philipp Bargfrede war auch schon vom Platz geflogen mit Gelb-Rot. Also noch einer weniger auf dem Platz. Aber sie haben sich rübergezittert. Wir werden jetzt hoffentlich nicht überfahren. Ah, jetzt stehen wir doch echt vor einem Freiburger Spieler. Wir müssen ein Stück zurückgehen. Ein Freiburger Spieler will weg. Der mag die Deichstube jetzt aber richtig gut leiden. Wir müssen mal gleich gucken, welches Kennzeichen der hat. Vielleicht kriegen wir noch raus, wer das ist. Verlierst hier 1-0 gegen Werder. Guck mal drauf. Na, ich sag's jetzt nicht. So, auf jeden Fall hat's Werder am Ende geschafft. Und ich muss noch eins erzählen, das war total interessant. Die Werder-Spieler, die Ersatzspieler, haben ja auf der Tribüne gesessen. Müssen ja mit großem Abstand sitzen. Und das war dann keine Ersatzbank mehr. Das war in den letzten Minuten, das war eine Ostkurve. Die haben gebrüllt, die haben geschrien. Da war eine Stimmung in dem Stadion. Das hatte so ein bisschen was von Bezirkssportanlage. Aber auf einer, so, auf der es so richtig zur Sache geht. Also das hat schon fast so ein bisschen Spaß gemacht, das Geisterspiel. Ja, und dann haben wir Florian Kohfeldt dann noch in der Presserunde gehabt. Presserunde ist das ja nicht, das ist eine Videopressekonferenz. Und ja, da hat er dann aber ein bisschen auf die Bremse gedreht. Hat sich gefreut für den ganzen Verein, für Werder Bremen, weil er unbedingt mit dieser Mannschaft in der Klasse bleiben will. Hat betont, wir leben noch, wir sind noch da. Aber es war nur der erste Schritt. Aber er wollte das gar nicht mehr so viel auf sich beziehen. Er wollte sich jetzt mal so ein bisschen rausnehmen. Er ist auch, hat er erzählt, sofort nach dem Schlusspfiff in die Kabine gerannt. Hat sich auf den Stuhl gesetzt, weil er keinen umarmen wollte. Geht ja im Moment nicht. Ja, Corona-Zeiten sind schwere Zeiten. Aber für Werder-Fans vielleicht jetzt ein bisschen positivere Zeiten. Das Ding ist gewonnen, das Ding ist durch, 1-0, ohne Gegentor. Puh, wer hätte das denn gedacht? Am Dienstag geht's weiter, Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach, Heimspiel. Ha, ich will gar nicht dran denken, wann der letzte Heimsieg war. Guckt nach oder lest es in der Deichstube, da findet ihr auch alles zu dem Spiel. Ja, alles, Noten und was wir uns so einfallen lassen. Und da könnt ihr dann auch im Live-Ticker verfolgen am Dienstag, wie es weitergeht. So, ich bleibe noch einen Tag in Freiburg, eine Nacht, ist aber nichts los, auch hier ganz viel geschlossen. Ich schaue mal, wo ich vielleicht noch was zu essen finde. Tschüss.